Ich habe eine Frage. Kann man in Richtung unendlich gehen und etwas zurückbekommen? Apologeten versuchen ja alles für ihren Lieblingsgott zu tun. Und da ja das Kontingenzargument wieder in Mode ist zurzeit, kommen auch vermehrt Denkfehler mit dem Konzept unendlich auf. Und mit den Denkfehlern rückt dann der jeweilige Gott wieder in die Kategorie unmöglich. So. Wenn ich jetzt frage, wer hat Gott erschaffen, dann kommt mit der Antwort, oh, ein weiterer Gott. Ein offensichtliches Problem auf, denn das ist dann der infinite Regress. Eigentlich ist das kein Problem, denn wir kennen es, wir wissen, wie man damit umgeht. Was aber, wenn wir nicht nur in eine Richtung gehen, in Richtung Unendlichkeit, also von einem Punkt zum nächsten ohne Ende, sondern eine Antwort oder ein Objekt zurückbekommen können oder eine Erde. Dann ändert sich die Situation schlagartig. Wer sich mit dem Phänomen beschäftigt, der kommt dann schnell auf Leute wie Wes Morrison, Alex Malpass, Jack Angstreich, also die das alles schon in beliebiger Tiefe behandelt haben. Es ist also nichts Neues. Um es einfacher zu machen, in der Hoffnung, dass Leute das verstehen und den Fehler nicht mehr machen, habe ich mir Folgendes überlegt. Eine Analogie. Stell dir vor, du lebst in Mekka und beschließt, nach Osten zu reisen, in Richtung Unendlich, weil der Osten kein Ort ist, sondern ein Konzept. Du gehst also an der Kaaba vorbei, kommst am Haus deines Onkels vorbei und gehst dann in die Wüste, in Richtung Osten. Und nach einem Kilometer an der dritten Sanddüne bleibst du stehen. Kannst du eine 180-Grad-Wendung machen und zurücklaufen? Und kommst du dann auch an deinem Ausgangspunkt an? Ja, aber du beschließt, deine Reise in Richtung Osten fortzusetzen. Jetzt kommst du irgendwann in Indien an. Kannst du denn hier eine 180-Grad-Drehung machen und zurücklaufen? Und kommst dann dort an, wo du gestartet bist? Ja, na klar. Aber du beschließt, deine Reise in Richtung Osten fortzusetzen. Du kommst in Vietnam an. Kannst du dort eine 180-Grad-Drehung machen, zurücklaufen? Kommst du dann dort wieder an, wo du gestartet bist? Ja, na klar. Aber du beschließt, deine Reise in Richtung Osten fortzusetzen. Du kommst jetzt in Mexiko an. Kannst du eine 180-Grad-Drehung machen und zurücklaufen? Und, naja, oder schwimmen. Oder kommst du dann dort an, wo du gestartet bist? Ja. Aber du beschließt, deine Reise in Richtung Osten fortzusetzen. Du kommst jetzt nach Afrika. Kannst du dort eine 180-Grad-Drehung machen und wieder zurückkommen an den Ort, wo du gestartet bist? Ja. Aber du bist und so weiter. Kannst du, nachdem du 50 Zentillionen Meilen zurückgelegt hast, um 180 Grad umkehren und zurückkommen und kommst dann dort an, wo du gestartet bist? Ja, das geht. Egal wie lang und wie weit du gehst, du kannst dich immer um 180 Grad drehen und zurückgehen, um dort anzukommen, wo du angefangen hast. Denn man kann nicht physisch nach Osten gelangen, weil es sich nicht um einen Ort, sondern um ein Konzept handelt. Du kannst also nicht von Osten zurückgehen, weil du nicht im Osten starten kannst. So, und dazu kommt, das ist jetzt ein mathematisches Problem. Denn wenn du 10 Schritte machst und du drehst dich um, dann brauchst du nur 9, um wieder bei 1 anzukommen. Weil der zurückkommende Zeitstrahl eine Untermenge des abgehenden Zeitstrahls ist und daher zwingend notwendig kleiner sein muss. Es ist also n minus 1, ein Schritt weniger, um zurückzukommen. Eine natürliche Zahl. Und die gleiche Analogie gilt für den Schützen, die Busfahrkarte, den Automaten oder was immer. Ja, man bekommt etwas zurück, egal wie lange man in der Warteschlange in Richtung Unendlichkeit geht. Jetzt hoffe ich, dass das hilft, dass Leute das verstehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao for now.